Jetzt wird sich gefragt, kann man einen Bus in 400 Kilometer Entfernung sehen? So ein größerer Bus hat eine Größe von 10 bis 12 Meter. Und von der Raumstation Mir, also zumindest das Basismodul, was da angeblich als erstes raufgeschickt wurde, das wird hier angegeben mit einer Gesamtlänge von 13,3 Metern. Und im Durchmesser von 4,2 Metern. 42. So, und ihr glaubt jetzt gar nicht, wie lange ich jetzt gesucht habe, das hier wiederzufinden. Es gibt ein Foto von der Mir, so wie es aussieht mit dem Basismodul und einem Solarpanel dran, so ganz am Anfang. Und das Ding ist jetzt ungefähr 13 Meter breit und konnte damals auch durchs Teleskop fotografiert werden. Gut, soweit so schön. Also, ich komme wohl nicht drum rum, mich mal mit der Geschichte der Holographie zu beschäftigen. Okay, wer hat es denn erfunden? Dennis Gabor. Gabor? Ein Ungar. Und hat 1971 den Nobelpreis für Physik dafür bekommen. Okay. Also ursprünglich war es irgendwie dafür gedacht, das Auflösungsvermögen von Mikroskopen zu verbessern. Und schon 1920 ging das dann irgendwie los. Aber die ersten Ergebnisse waren da weniger befriedigend. Und es dauerte dann bis 1959, als der Gabor dann überraschend erfuhr, dass es zwei amerikanischen Wissenschaftlern gelungen ist, dreidimensionale Abbildungen von Objekten zu erzeugen, deren Herstellung zum größten Teil auf Gabors theoretischen Grundlagen beruhte. Okay, also die haben das dann praktisch weitergemacht und 1963 ist es dann richtig durchgestartet, als die Laser erfunden wurden. Und 1971 hat der Dennis Gabor für seine Entdeckung den Nobelpreis für Physik bekommen. Okay, so, dann ist ja die nächste logische Frage, wann ging das los mit der ersten Raumstation im Weltall? Das war die Soyuz-1 und wann ist die hochgeschossen worden? Aha, am 19. April 1971 ging das mit den Raumstationen los. Interessante Zufälle, finde ich. Okay, mal gucken, was der Dennis so für ein Leben eigentlich hatte. Was haben wir denn? Hier haben wir den. Okay, mich interessiert eigentlich erstmal, ob er da irgendeiner Religion angehört hat, die es da, also spezielle Teile von denen, als Aufgabe haben, alle anderen zu verarschen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Okay, gut, die Frage ist soweit beantwortet. Alles klar. Das wird ja immer interessanter. Dennis Gabor war Gründungsmitglied vom Club of Rome. Ja, und was ich von dem Zitat von Dennis halten soll, weiß ich jetzt auch noch nicht. Jedenfalls hat er irgendwie gesagt, für die Mehrheit der Menschen ist Arbeit die einzige Zerstreuung, die sie auf Dauer aushalten können. Ach, der hat eine Meinung. Aber was macht denn der Club of Rome eigentlich? Den habe ich doch schon öfters gehört. Okay, der Club of Rome agiert mit der Zielsetzung, die wichtigsten Zukunftsprobleme der Menschheit und des Planeten durch holistische, interdisziplinäre, langfristig ausgerichtete Forschung zu identifizieren, alternative Zukunftsszenarien, Risikoanalyse, praktische Einwände. Okay, das bringt uns alle. Was heißt denn dieses holistisch? Hier haben wir was. Also, der Holismus vertritt die Auffassung, dass ein System nicht vollständig aus dem Zusammenwirken aller seiner Einzelteile verstanden werden kann. Bottom-up. Und dass die Bestimmung der Einzelteile in ihrer funktionalen Rolle im Ganzen abhängig ist. Top-down. Ich habe da jetzt nichts verstanden. Aber hier habe ich einen Satz, den ich verstehe. Obgleich reduktionistische Denkansätze aufgrund einer vergleichsweise einfachen Methodik des Kausalitätsprinzips, also der Zusammenhangskette, und allgemeingültiger Schlussfolgerungen in den modernen Wissenschaften weitaus häufiger vertreten sind, gewann der Holismus nach der starken Differenzierung unterschiedlichen
Wissenschaftsdisziplinen an Bedeutung, da die Spezialisierung einen fehlenden Überblick zur Folge hatte. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Aber dazu später, es geht ja noch weiter. Hauptargument des modernen Holismus gegen den Reduktionismus ist oftmals eine nicht vollständige Erklärbarkeit des Ganzen aus den Eigenschaften seiner Teile. Das finde ich cool. Also bei Reduktionismus, warte mal, reduktionistische Denkansätze, genau, da haben sie hier so eine Ente dargestellt, ne, und alle Teile in der Ente haben praktisch eine Aufgabe, sodass die Ente im Ganzen funktionieren kann. Ne? Und dieses holistische Prinzip, das macht irgendwie Spezialidioten, und zwar so sehr, dass am Ende niemand mehr was versteht. Das erinnert mich volle Kanne an die Rote Liste. Viele von euch kennen es bestimmt. Das ist dieses Buch, was da bei den meisten von euch vielleicht noch, weiß ich nicht, zu welchen Ärzten ihr geht, ob ihr überhaupt noch zum Arzt geht, aber bei den Ärzten, zu denen ich früher gegangen bin, stand das Buch jedes Jahr in der aktuellen Ausgabe da. Und als ich meinen damaligen Hausarzt von meinem Opa mal befragte, wie viel Zeit er denn eigentlich hat, sich damit zu beschäftigen, was die Wissenschaft Neues rausgebracht hat, guckte er mich nur an, zeigte auf diese rote Liste und sagte: Thorsten, ich habe nichts anderes zu tun, als jedes Jahr dieses Buch zu studieren, und da drin stehen die ganzen Markennamen von den Medikamenten, die sich jedes Jahr ändern. Und dann gibt es ja irgendwie noch die Tatsache, dass es angeblich über, was denn, 5000 Krankheiten angeblich gibt, ne, die da definiert wurden, und bei vielen Krankheiten hat man dieselben Symptome, und dann kommt es eigentlich nur auf den Arzt an, welche Krankheit er dir diagnostiziert. Ne? Also in der Medizin ist diese komplette Spezialveridiotisierung da schon eingetreten. So, und da kenne ich bisher nur diesen Menschen hier in der Medizin, der das so ein bisschen durchschaut hat und dieses ganze Wirrwarr aufgeklärt hat. Mal sehen, ob uns das jetzt hier in der Astronomie auch bevorsteht. In dem letzten Video, welche Objekte man in 400 Kilometer Entfernung sehen kann, habt ihr mir netterweise in den Kommentaren mitgeteilt, dass es auch Fotos gibt von der ISS vor der Sonne. Und das würde ja dann angeblich mit einem Hologramm überhaupt nicht möglich sein. Vielleicht ist das wieder komplett doof, aber ich frage mich, wie das passieren kann. Ne? Der Checo hat hier schwarze Haare und im Hintergrund ist was viel, viel Helleres. Selbst wenn auch der Hintergrund hier ein Hologramm sein sollte, könnten ja trotzdem die Leute von der Seite dann... Also hier bin ich echt am Grübeln. Das ist auch das Einzige, was ich gefunden habe. Wo das so ist, ne? Bei den anderen meisten Hologrammen ist es schon so, dass von hinten die Lichtquelle durchscheint. Aber hier scheint das irgendwie nicht der Fall zu sein. Das ist eine Aufgabe von vor 10 Jahren. Hier steht zwar nur der Hologramm. Vielleicht war die Show auch eine Kombination aus echten Hologramm und vielleicht dem echten Checo oder einem Doppelgänger. Weil das hat sein Bruder gesagt. Er ist Ride with us, ne? Er ist immer mit uns. Das hier scheint ein richtiges Hologramm zu sein, mit einem schwarzen Hintergrund. Wie gesagt, das sind so die einzigen Szenen von dieser Stage in Las Vegas, oder wo war das? Wo es praktisch ein Hologramm zu sehen gibt, wo es dahinter hell ist. Ne, sagt mir mal, ob das hier wirklich ein Hologrammauftritt von Michael Jackson gewesen ist. Und wenn es ein Hologrammauftritt gewesen ist, dann kann es schon irgendwie möglich sein, schwarz vor einer Lichtquelle zu machen. Vielleicht. Und auf Nachfrage, wie sie das gemacht haben, ist zurzeit noch ein Geheimnis. Also scheint es da auch bei den Hologrammtechnikern welche zu geben, die da mehr wissen als andere. Deshalb habe ich es auch mal gelassen, dieses Hologrammprinzip hier als Erklärung mit reinzuhauen, weil ich selber erstmal kapieren muss.